OP2 ist vorbereitet. Die Patientin wird künstlich am Leben erhalten und wir müssen sie unbedingt in den nächsten 24 Stunden operieren, sonst wird sie sterben. Sonst wird sie sterben. Es waren die längsten 24 Stunden meines Lebens. Meine Freundin Judith kommt dem Tod immer näher und ich kann nichts dagegen tun. Man konnte spüren, wie das Leben ihren Körper verlässt. Aber ich habe gemerkt, irgendetwas passiert mit ihr. Noch 23 Stunden. Auch wenn ich nicht weiß, was in ihr vorgeht, es scheint etwas Schreckliches zu sein. Ihr Herz droht zu versagen, aber die Ärzte geben ihr Bestes. Innerhalb der nächsten 20 Stunden wird sich zeigen, ob sie es schafft. Noch 19 Stunden. Die Zeit läuft uns davon. Noch 5 Stunden. Ihr Zustand verschlechtert sich. Und dann? Herzstillstand. So, schnell, wir verlieren sie. Das wird verdammt knapp. Nachher sprach sie von einem bösen Albtraum. Sie habe etwas sehr Schlimmes getan. Sie sagte, man habe sie in eine Klinik gebracht und sie dachte, dass sie ihre Freundin deswegen nie wiedersehen würde. Ich habe es immer gewusst. Sie wird durchkommen. Judith!
Es waren 24 Stunden, schreckliche Stunden, die ich nie vergessen werde. Sie war dem Tod so nah. Aber das macht mir wieder deutlich, wie wichtig sie mir wirklich ist. Warum muss ein Leben erst immer in Gefahr sein, um es richtig schätzen zu können? Thank you.